Microsoft soll angeblich 20 Millionen Dollar für die Rise of the Tomb Raider Exklusivität bezahlt haben. Die PC-Version von Mortal Kombat ist am Ende. Wartungsmodus, drücken Sie die Reset-Taste. Wartungsmodus, drücken Sie die Reset-Taste. Und Star Wars Battlefront 3 ist geleakt. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. $20 Millionen soll Microsoft an den Publisher Square Enix bezahlt haben, um sich die zeitliche Exklusivität von Rise of the Tomb Raider auf der Xbox zu sichern. Das erklärt der Branchenanalyst Michael Pachter von Wedbush Morgan Securities in einem Interview mit der Website Gamasutra. 20 Millionen also nur für diesen zeitlichen Vorsprung und dann weitere 20 Millionen soll Microsoft für Werbung und Marketing zum Spiel ausgegeben haben. Und wenn es nach dem Analysten David Cole geht, dann ist das Ganze für Square Enix nichts gewesen. Die hätten sich von Microsoft nämlich mindestens 100 Millionen zahlen sollen, um am Ende in der Gewinnzone zu bleiben. Seinen Berechnungen nach hat man nämlich dadurch, dass man auf den PS4-Markt verzichtet hat, $150 Millionen nicht eingesagt. Und jetzt, wenn das Spiel auch auf der PS4 später erscheint, wird man nur 80% dessen erreichen, was man hätte verdienen können, wäre das Spiel auf beiden Plattformen gleichzeitig erschienen. Der nächste Release von Rise of the Tomb Raider ist am 28. Januar die PC-Version und am 26. Januar gibt es dann für die Xbox den ersten DLC, Baba Yaga, The Temple of the Witch. Mortal Kombat XL heißt das neue Gesamtpaket von Mortal Kombat X bzw. Mortal Kombat 10 inklusive aller DLCs und der kommt im März auf PlayStation 4 und Xbox One. Ja, und was kriegt der PC? Nichts. Nichts. Das Wort heißt nichts und nicht nichts. Da ist kein Ü und kein Sch, das heißt nichts. Denn weder die XL-Version noch das neue DLC-Angebot Combat Pack 2 wird für den PC veröffentlicht werden. Das erklärt im Test Your Might Forum, dem offiziellen Forum zum Spiel, ein NetherRealm-Mitarbeiter. Und jetzt ist die Community natürlich besorgt, dass der Support zum PC komplett eingestellt worden ist. So gibt es auch keinerlei Anzeichen, dass der verbesserte Netcode, der für PS4 und Xbox One gerade bearbeitet wird, auch auf den PC kommt. Zumindest sind auf allen Infoseiten dazu keinerlei Nennungen zur PC-Version bekannt. Uns erreicht aber gerade zur Sekunde eine Stellungnahme von einem NetherRealms-Mitarbeiter zur PC-Situation. Ja, das ist ja wieder ein Dingens. Ich hab nichts gesehen, ich hab nichts gehört, ich bin heute Morgen überhaupt nicht aufgestanden. Während sich aktuell online zahlreiche Spieler in Star Wars Battlefront von EA und DICE die Birne einlasern, gibt es jetzt Neuigkeiten von einem eingestampften Star Wars Battlefront-Projekt, nämlich Star Wars Battlefront 3. Das sollte damals vom Publisher LucasArts und Free Radical kommen und das Tolle daran, soll es gleichzeitig Schlachten geben, die am Boden und im Weltraum stattfinden. Ein ziemlich ambitioniertes Projekt, nur irgendwann hat dann offenbar jeder eingesehen, ist so nicht zu realisieren. Man hat die Entwicklung eingestampft und dann gab es tröpfchenweise immer mal wieder kurze Videoschnipsel oder Screenshots daraus. Bis jetzt, jetzt gibt es nämlich die komplette Prototypenversion. Auf Reddit hat nämlich ein Spieler seine Hände an diese Prototypenversion bekommen und die auch gleich zum Download angeboten. Inzwischen wurden die Download-Links entfernt. Aber trotzdem hat sich das Ganze weit genug verbreitet, um auf einschlägigen Tauschbörsen jetzt gehandelt zu werden. Spielen kann das ganze Ding nicht jeder, denn man braucht dazu eine Xbox 360 Entwicklerkonsole oder zumindest eine gemoddete Xbox 360, kann damit aber die ziemlich schlecht laufende Prototypenversion spielen. Aber Vorsicht, auch wenn LucasArts und Free Radical nicht mehr am Leben sind, ist es trotzdem rechtlich nicht einwandfrei, diese Version weiter zu verbreiten. Neugierige Star Wars Battlefront-Fans, seid also da vorsichtig. Apropos Star Wars, eine große Neuigkeit müssten wir auch noch unterkriegen, nämlich dass der nächste Star Wars Kinofilm, Star Wars Episode 8, verschoben worden ist um ein halbes Jahr vom Sommer auf den Dezember 2017. Das war's für heute mit den News. Wir sehen uns morgen zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, weiterspielen.